Weißt du, wenn man nichts zu tun hat, züchtet man Kristalle. Ich bin gespannt. Das heißt, die Versuchsapparatur, mehr braucht man da anscheinend. Nee. Achso, ich zeige euch die Packung mal. Ja. Sieht aus wie was zum Einnehmen gegen Erkältung oder so. Bin gespannt. Oh, guck mal. Licht an hier. Fein. Sie alle werden jetzt auf der Stelle Zeuge eines Wunders der modernen Wissenschaft. Und da, das sieht aus, als wenn das blubbern würde. Ich sehe das zwar nicht so ganz deutlich auf dem Bildschirm und ich traue Ihnen auch nicht über den Weg, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wie sagt der Gummis immer? Wisst ihr? Er geht schon wieder los hier. Ja. Weißt du, da? Hier so Road Ripper oder Ground Ripper jetzt. Da eine Kamera. Überall Kameras. Und ich werde jetzt königlich versagen, ey. Ich hoffe, dass Sie einige Eindrücke bekommen haben, wie es vor so einem Kampf zugeht. Mach mal hier Klopperei und so. Ich habe früher mit sowas nicht gespielt. Meine Püppchen waren kleiner, weißt du? Ja. Also hier Kartons. Weißt du? Das ist geil, da steht der eine Karton noch der andere, jetzt hat er zwei davon, weißt du? Ja. Ja, darauf ein. Ach, das habe ich auch gar nicht dokumentiert. Das seht ihr ja auch nur beim Minister. Hier, ne? Wir trinken heute Castle Grayskull Blut. Pingelingelingelingeling. Ach, komm hier. Jetzt kommt Püppchen. Oh, draußen knacken die Rollos. Ich glaube, wir haben gerade die spontane Eiszeit. Ach. Ziehen Sie sich warm an. So, ich gucke jetzt mal, was hier noch passiert, ne? Wir müssen ja. Dürfen auch so neue Charaktere mitspielen? Hm. Welche? Ach so! Obwohl, der kriegt schon richtig. Nein, den Sunman nicht, aber so ein Schweinekopf. Nee, den Sunman machen wir noch. Ja, der Sunman, der. Ein Horde-Tuper wäre schon geil, wenn der da einmarschiert. Aber nein, eigentlich. Nein, man kann schon so. So sind, ich weiß nicht, so. Nee, so Main Characters oder so sind schon geil, Alter. Blöde ist nur, ich guck mal hier. Die falsche ist blöd, der bleibt mit seinem scheiß Umhang hängen. Ja, das ist kacke, aber dann müssen wir den zerhacken. Dann kommt, hier der ins Hacken. Mistro der und zerhackt den. Hier, was ist denn hier mit den Fötzkens? Ach so, ja, wir haben ja schon eins dabei, ne? Ach so, ach ja, stimmt. Ja, die muss dran glauben. Das passt schon. Hier, mit dem Metall. Penis. Penisbube. Ja. Was? Guck mal, jetzt komm hier. Jetzt haben wir die Helden schon mal hier zusammengelegt. Ja. Jetzt wird gespielt. Seht euch diese Farbenvielfalt an. Knallig und so toll. Hol deine Kamera rein, du hier. Ja. Hier, ich zeig euch nochmal. Ah, das ist auch geil, wenn man hier durchguckt. Meinst du, man sieht Skeletor? Warte mal. Jetzt, Alter, durchs Fenster, jetzt sehe ich Skeletor. Das ist geil. Ich mache ein Action-Video. Ich mache die totale Aktion. Warte mal, wo ist denn mein alter Oldschool? Der, ach nee, der war im Landshark. So, der hat nämlich auch sein. Ja, der hat nämlich auch jetzt schön. Ja, mit dem Schwert der Macht klimmen und so. Da muss ich erstmal Pippi machen. Da muss ich rauchen und so. Also was für die schäbigen Gesöffnis. Hier, ne? Knackwurst. Ja, zum kalten Glühwein kann man auch eine kalte Knackwurst essen. Von daher, ne? Bei der Macht von Grayskull. Ja, nicht nur, dass beim Gore-Minister da schon alles voll ist, Miss Moto. Miss Moto. Nein, das geht jetzt hier noch weiter. Ja. Und im anderen Zimmer, das ist ja auch nichts. Ne? Also, das ist ein Virus, ich sag euch. Aber wisst ihr, wen ich echt vermisst habe heute, als wir hier, wir haben damit ja ein bisschen so, ne, Faxen gemacht. Aber die Thundercats sind gar nicht hier, die hier. Da sind sie. Das sind doch immer. Das wird eine spritzige Folge beim Gore-Minister. Müsst ihr gucken. Gore-Minister und der Rüsselmann oder so. Ich weiß nicht, wie es heißen wird. Ich zeige euch das Büppchen mal schneller. Ja, so. Jetzt geht's los hier. Ich filme nicht auf den Tisch, weil der Minister hat hier eine Kiste Wasser stehen. Das ist fürchterlich. Ja. So, hier. Ah ja, Pingelingeling. Ja. Ihr wisst, Hintergrund ist wieder back again. Na denn, Prost. Geht schon wieder los mit dem...
Schnauze! Ich halte jetzt auch die Schnauze, weil Gorminister kocht nämlich heute, beziehungsweise er brät, ne? Ja. Er brennt. Er brennt, brennt wahrscheinlich auch. Ich bin gespannt. Ein bisschen. Heute gibt es schönes Ribeye-Steak mit Rosmarin-Veggies. Ach du Kacke. Und wieder einen komischen Film. Was gibt's als Film? Armor Killed. Ja, wisst ihr Bescheid. Armor? Unseren Kollegen vom... Also Rüstung, die tötet. Backofen vorheizen. Ja, Armor Killed, ja, ja. Okay, bis später. Ich zeig aus dem Huttenschloss. Ich zeig euch gleich die verbrannten Kartoffeln. Nein, die werden diesmal gekocht. Ich hoffe, in kochendem Wasser. Und ja, bis gleich. Tschüss. Bei meinem Dio nicht, wenn ich den mal in den Eierschrank auf den Tisch stelle. Ja, zwischen irgendwas mit Eier. Nichts gefilmt, aber das macht auch nichts. Aber meine Damen, wir sind doch nicht hierher gekommen, um über das Reden oder über das Schweine. Shocking Internet. 70er. Die Welt ist ein Irrenhaus. Ich muss jetzt Kartoffeln schneiden. Ja. Kommt aber nicht ins Schneidevideo. Nur mal so. Ja, aber kannst du ja zum Beispiel in die Outtakes packen. Pingerlingerling. Es ist immer besser, ein bisschen angetrunken zu kochen. Ja, ich schneide mich gleich. Da habe ich Kartoffelschalen gekriegt. Und haben sie mich kannst du mit der Schere schneiden? Jo! Pack ich die schon mal weg hier. So, Gormin ist halt geschnitten. Ja. Cap Kenobi ist übrigens auch da. Wer kennt ihn nicht? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Der nicht nur Appetit auf junge Damen hat. Ein Spezialist, wenn es um das Bier geht. Das ist doch Humbug. Guten Tag. Das sieht lecker aus, was der Minister hier so brutzelt. Fabriziert. Oder fabriziert. Sag doch mal fabriziert. Fabrizieren. Fabtapezieren. Ja, so. Weil Kap hat ein Bier. Ach stimmt, ich hole mal mein Bier. Und ich schneide gleich auch noch ein paar. Der Schnittmeister. Ja, ich habe mir ja schon die Fingerkuppe abgeschnitten mit dem Rosen. Und hast du wieder gefunden? Ja, ist zusammengewachsen wieder. Wie? Zwei Finger jetzt, oder was? Ich frag lieber. Eigentlich auch geil Pellkartoffeln, so. Oh, scheiße. Ja. Der war ein bisschen dünn, kacke. Ich bin abgerutscht. Oh, jetzt kommen die alle jetzt schon zum Essen, ne? Das ist doch noch gar nicht fertig. Ich hab's aber mit der Mitte, ne? Aber die Dings stimmen, du pelzt sie auch nicht, ne? Nein. Fragen und Antworten. Was meinen Sie, zu welchem Thema wir Sie fragen? Was denn? Was Sie schon immer einen Sturmtruppler fragen wollten. Können Sie eigentlich dadurch Bier saufen? Dies ist leider nicht möglich. Schade. Ja, das ist scheiße. Das ist eine andere Frage. Das ist natürlich scheiße, wenn man im Imperium dient. Es ist sehr scheiße. Und nicht den, ja. Und nicht den Rebellen, weil die Rebellen, die können einfach jetzt so sagen, ich trinke mir ein Bier. Ja, das ist richtig. Aber du bist ein Rebell. Das nicht. Die Rebellion ist schon lange ausgebrochen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Er hat recht. Ja. For the Empire. Da. Da ist der Imperator. Da ist er. Ach so, ja. Ja, ich wusste doch. Nein. Du musst jetzt sagen. Was jetzt? Welches denn? Überheblichkeit. Eure Überheblichkeit, nein, Karp kann hin. Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche. Und das Vertrauen in deine Freunde. Nein, das müsste ich. Deine. Ach so. Weil, was denn jetzt? Ich bin verwirrt. Nein, das Vertrauen in deine Freunde ist die deine. Ja. Eure Überheblichkeit. Deswegen sind wir alle Freunde. Das Vertrauen in deine Freunde. Prostata Tiralala, ich wollte vor 8 Stunden nach Hause. Dafür sei es nun zu spät, heißt es. Ja. Pack den Kissen auf, Erde. Ja. Ja, dann machst du erstmal die Nahaufnahme vom Harakiri jetzt, also. Ja, genau.
Hier, das ist Harakiri Sunman. Nee, Harakiri Space Sumo. Harakiri Sumo Tele, Harakiri Telekinetik. Weil Beastman ist nämlich telekinetisch begabt und hat diesen Sumo-Typen einfach per Gedanken offeriert, stech dir doch mal in den Bauch. Er so, ah. Tja, schon sehr merkwürdig. Hör mal, du willst hier der Ninja sein? Ja, ich bin hier der Space Sumo. Du bist überhaupt kein Ninja, ich hau dir den Kopf ab hier. Du willst hier der Space Ninja sein? Nein, ich bin der Space Sumo. Ja, mach mal, ist der Pucko, dann hau ich dir den Kopf ab hier. Ende der Spielzeit.